Einen besinnlichen 3. Dezember 2019. Herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Heute geht es weiter mit den nächsten Sternen aus unserem Sternenpost-Adventskalender. Ich zeige heute die Sterne vom 3. Dezember. Das ist ein Stern von Lydia. Lydia kommt aus Kirchheim, in der Nähe von Heilbronn. Das ist Baden-Württemberg. Ein Stern von Cordula. Cordula kommt aus Altmölln. Das ist in Schleswig-Holstein. Und dann ein Stern von Anja. Anja kommt aus Neubulmstorf. Und jetzt packe ich die Sterne aus. Hier unten ist ein Bärchen drauf, das wartet sicher auf Weihnachten. Und hier drin ist ein Text. Der heißt Rezept für Glückssterne. Und dieses filigrane Sternengehänge mit einem Engel und drei Sternen. Und der Engel hat auch nochmal einen Stern in der Hand. Ist der Stern von Lydia. Cordula hat schon den Umschlag außen mit einem Stern gestaltet. Das ist vielleicht in einer Drucktechnik. Ein Brief dazu. Mit einer Geschichte. Die ist aus einem Buch. Wenn du Interesse daran hast, schreib mich einfach an. Schicke ich dir dann zu. Aus dem Buch Der Traum des Leuchtturmwärters. Jetzt geht's an den Stern. Ja. Stern aus einem Stück Kork geschnitten oder gestanzt. Geschnitten. Und farbig gestaltet mit dem gleichen Gelbton wie der Umschlag und einem kleinen Glöckchen, was mit einem Draht angebracht. Und in der Rubrik Bunt gemischt hat Anja auch einen Engel gestaltet. Der Engel ist geprägt auf der einen Seite mit vielen Sternen. Hier oben ist noch ein Stern angebracht. Auf der Rückseite mit, ich mal fragen, das sieht ein bisschen gespachtelt aus. Da werde ich wohl nochmal nachfragen. Also eine Struktur auf der Rückseite. Jo, das ist der Engel von Anja. Ja, der Engel mit den Sternen von Lydia. Der Stern aus Kork von Cordula. Und der Engel von Anja. Das waren die drei Sterne von heute. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis morgen. Deine Angela von der Stempelfamilie.